So, hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute sind wir leider nicht live, weil die Technik das mal wieder nicht hergibt, aber das ist mal nicht unsere, sondern die Technik hier in Deutschland bzw. auf dem Land ist alles noch ein bisschen anders hier, speziell im Südwesten. Und wenn ich jetzt schon das Thema etwas anders betone, dann sind wir doch gleich auch beim richtigen Thema, und zwar Wolf und Weidetiere. Wir sind heute Abend eingeladen nach Reibach im Südschwarzwald, und da haben sich ein paar Weidetierhalter einfach heute Abend getroffen und wir reden über das Thema Wolf und Weidetiere. Wir sind im Moment jetzt noch nicht so gestraft mit den Rissen wie in Niedersachsen oder in Brandenburg. Aber es ist davon auszugehen, dass in nächster Zeit da was passieren wird. Und wie gesagt, zu diesem Thema werden wir uns heute Abend unterhalten. Machen wir vielleicht eine ganz kurze Vorstellrunde. Fangen wir einfach mit dir an. Tja, ich bin die bessere Hälfte von Wolf Info. Schafe, Esel, Hühner, Lamas. Und ich möchte definitiv den Wolf nicht vor der Haustür haben. Ja, hallo, ich bin die Ramona. Ich bin ja aus Zell im Wiesental. Eigentlich Altbäuerin. Unser Sohn hat vor anderthalb Jahren die Landwirtschaft übernommen. Mit Milchkühe, Nachzucht, ein paar Ziege, zwei Pferde, Hühner. Ja, und mir ist dabei der Sache auch nicht ganz wohl mit der Geschichte mit dem Wolf. Deswegen bin ich heute Abend auch hier. Ja, und ich bin die Silvia aus Fröndhof. Mein Sohn, der Stefan, hat Landwirtschaft. Ihm wurden Schafe gerissen. Da kann er selber was dazu sagen. Ich bin tagsüber daheim als Rentnerin und das Telefon steht manchmal nicht still, weil die Leute Angst haben. Was ist bei euch passiert? Kann man bei euch überhaupt noch spazieren gehen? Da läuft ja der Wolf umeinander, da kann man ja Kinder nicht mehr rauslassen und ja, bla bla bla. Da muss man die Leute jetzt schon beruhigen. Aber selber hat man natürlich auch die Angst im Nacken. Wir wollen das Viech eigentlich nicht vor der Tür. Ja, ich bin der Stefan. Ich habe den Betrieb übernommen daheim. Wir haben Schafe, Ziegen, Kühe, Mutterkuhhaltung. Am 5. Mai haben wir ein Riska-Ergebnis, haben wir gekriegt von der CVUA und aufs andere von der FVA warten wir noch. Ja, und seit dem 5. Mai ist halt ja, die tägliche Angst, was ist auf der Weide, wenn man kommt. Leben alle Tiere, fehlen wieder ein paar, sind wieder ein paar angefressen oder nicht. Man lebt seit der nur noch in Angst, jeden Tag. Ja. Ich bin Corinna, ich komme aus Reitbach und wir haben schottische Hochlandrinder, Kamerunschof und Hühner. Und bei uns ist auch ein Schof gerissen worden, allerdings haben wir kein Ergebnis, was es war. Wurde eigentlich nur das Hinterlauf abgerissen. Ja, ich bin der Bernd, ich bin der Mann der Corinna. Ich habe wir haben seit ein paar Jahren schottische Hochlandrinder, insbesondere halt jetzt auch mit Kälber und allem drum und dran. Und ja, da hat man halt immer Bedenken, wenn halt ein junges Kalb hast, wo Woche zwei alt ist, dass halt einmal irgendein Wolf oder was weiß ich, irgendein Vieh halt daherkommt und sich mal drauf vergreift. Das will ich halt nicht. Das ist halt meine größte Sorge. Und ich bin der Daniel, ich komme aus Hasel, ich habe auch landwirtschaftlichen Betrieb. Alles, was wegen so dazu gehört, Hühnle, Rösser, Galloway-Rinder, und die Galloways leben aus ganz Jahr bei uns draußen, Freilandhalter, ganz Jahresfreilandhalter. Und jeden Tag, wenn man so auf die Weide fährt, dann denkt man schon immer, ist schon ein bisschen nichts. Ja. Ich sehe die ganze Sache wenn kritisch, weil bei uns Kalber auch immer die Kühe auf der Weide und ja, ein Kälb lässt gleich. Geht einmal unter dem Zaun durch. Kommt auch wieder rein, im Normalfall. Aber ist fraglich, was die Zeit noch bringt, Alter. Ja, ich bin der Schlager Ernst Zell, Landwirt, schon über 40 Jahre in dem Betrieb.
bin jetzt mittlerweile Rentner, aber immer noch Motorkühe. Mit Kälber habe verschiedene Weide und bin ein Vorstand vom Landschaftspflegeverein Zell. Und die Almendweide betreue, den aufpassen. Und da fährt man halt immer wieder mit der Angst an, weil zum Teil haben wir Motorkühlweide, zum Teil nicht. Wir haben in Zell ja vor kurzem haben wir ja Risse gehabt. Es ist noch nicht ganz sicher, was es kriegt mit diesen Ziegen. Aber auch ich habe hier in Reibach noch Vieh, bei heute zum Beispiel, auch da gesehen. Und manche Tage, ich habe ein handsames Vieh, heute habe ich es umkoppeln, also zwei Besuche müssen machen, zwei ist es gegangen. Und dann ist also so eine Unruhe in der Herd drin. Also mir kommt es manchmal vor, wie wenn etwas gesehen wäre. Es ist einfach eine Unruhe. Sonst kann man hinkommen, wenn ich mit dem Auto komme, die können den Herd springen. Heute sind sie nicht gekommen, wenn ich es dann umkoppelt habe, sind sie ab, über das ganze Koppel. Also ich brauche keinen Wolf. Gut, okay. Vielen Dank für eure kurze Vorstellung. Steigen wir gleich ein ins Thema. Frage an dich, was würdest du machen, wenn du einen Übergriff hast? Was ich machen würde? Mhm. Eigentlich würde ich das tote Tier wirklich aufladen, nach Lörrach fahren, da vor dem Landratsamt ablegen, publik machen, damit die Stadtbevölkerung sieht, wie ein Tier aussieht, das vom Wolf attackiert worden ist, gerissen worden ist, wie auch immer, wie das zu Tode kommt, wie das Qual erleiden muss, dass eben die Stadtbevölkerung das mal sieht, wie das aussieht, dass das, weil wenn ich, also ich habe ja auch Kontakt mit Bürgern, die jetzt in der Stadt wohnen, die sagen dann zu mir, naja, was soll der Wolf sonst fressen, der frisst halt nur Fleisch, der frisst kein Gras und kein stecht keine Spargeln. Aber da denke ich immer, denen geht das Argument aus, dass die, natürlich, da sage ich doch, aber meine Ziege oder mein Rind oder je nachdem, das hätte Gras gefressen oder das würde noch weiterhin Gras fressen, wenn das halt nicht so bestialisch ermordet worden wäre. Und deswegen müsste man das halt präsent machen, der Stadtbevölkerung, wie das aussieht. Und nicht so, ja, da werden ja nie die Bilder irgendwie gezeigt, die sehen das ja nicht, das Grausame. Mhm. So, dass es halt öffentlich gemacht wird, dass die eigentlich Stimme, dass der Wolf hier heimisch muss werden, weil er heimisch war und vor 150 Jahren ausgerottet worden ist. Also von dem her, das stimmt ja auch nicht, sonst wäre er ja nicht mehr da, wenn er ausgerottet worden wäre, wäre er ja nicht mehr da. Also der ist halt verscheucht worden oder vertrieben worden. Das würde ich machen. Corinna, du hattest vor nicht allzu langer Zeit ein totes Tier vorgefunden. Kannst du mal kurz beschreiben, was da abgelaufen ist? Ja, also wir hatten ein Kamerun-Schaf, der Bock war circa ein halbes Jahr alt. Morgens, wo wir zur Arbeit sind, haben wir ihn am Zaun liegen gesehen und haben gedacht, okay, er ist im Zaun verheddert und so. Bin ich hingegangen und fand eigentlich einen Schafbock total unverletzt, unversehrt am Oberkopf, also bis zur Mitte, und der hintere Lauf war komplett abgerissen. Und der Knochen abgebissen mit drei runden Bissstellen. Mhm. Eben, und dann habe ich die Wolfs- und Luchszentrale angerufen in Fribourg. Die haben dann erst Bilderwelle und haben das einfach abgetan, als wäre es ein Fuchs gewesen, was für mich unverständlich ist, das schafft kein Fuchs. Und einen Tag später hieß es dann, es kommt doch noch ein Jäger vorbei, nimmt Proben und nimmt das Schaf auch mit. Das ist dann auch geschehen. 4 Wochen später habe ich dann den Bericht bekommen, dass das Schaf angeblich wegen einer Nierenerkrankung verendet ist und ein Nutznießer das Tier angefressen hat. Für mich unerklärlich, weil das schafft nicht mal ein Mensch, dem Schaf jetzt so das Bein auszureißen, Wenn es auch schon verändert ist. Von daher kriegt man von dieser Stelle überhaupt keine Antworten mehr. Sie haben dann die DNA-Proben auch gar nicht mehr untersucht, weil es für sie einfach klar war, es ist kein Kehlbiss, also war es kein Wolf. Okay, jetzt du als Weidetierhalter, du hättest jetzt noch keinen Besuch vom Wolf, oder doch? Oder keinen bewussten Besuch haben? Also jetzt nicht so, dass ich einen Wolf gesehen habe, auf dem Grünland, Weideland, aber vor 1,5-2 Jahren bin ich morgens zu der Weide gefahren und die Herde, die war nicht so ganz entspannt.
der Zuchtbulle hat auch immer geguckt und ist hin und her gelaufen. Wo ich den Strom abgemacht habe und wollte dann rein, ist er auch über Koppel gerannt und hat geschaut. Ja. Da ist der Dreck 4-5 Meter hoch geflogen. Das fand ich sehr, sehr, sehr komisch. Ja. Dann habe ich mal mit einem Landwirt geredet, ein paar Tage später, und der hat mir dann persönlich gesagt, dass er den Wolf gesichtet hat. Das war ungefähr so 500 Meter Luftlinie. Der ist da Richtung Fahna runter getrabt. Und der Förster, der hat ihn auch gesehen, auch 300 Meter Luftlinie neben der Straße stehen. Und dann wusste er, der war sicher um die Koppel rum. Und wegen dem war die Herde nicht entspannt. Mhm. Der Bulle kann man eigentlich, oder konnte man streicheln. Er war zahm, seit dort nicht mehr. Es gab auch Tage, da hätte man nicht müssen reingehen oder konnte man nicht. Also der hat dann die Augen verdreht. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich dann kein gutes Zeichen. Gut, das sind natürlich diese sogenannten Kollateralschäden, wo dann sehr oft dann auch nicht in der Öffentlichkeit dokumentiert werde, dass die Tiere, selbst wenn sie nicht angegriffen werden oder angegriffen wurden und verletzt wurden, dass sie einfach nicht mehr handelbar sind. Bei Schafen ist das ja noch vielleicht irgendwo machbar, aber bei Rindviechern, die eine gewisse Größe haben, glaube ich, ist es dann schon, das wird dann schon je nachdem lebensgefährlich, oder? Ja. Also da muss man extrem aufpassen. Ich als Landwirt, wo jeden Tag im Prinzip zu der Herde gehe und die betreue, ich kenne die Tiere, ich weiß, wie sie reagieren, auch vom Verhalten. Meine Frau würde jetzt nicht hinschicken und irgendwie was in der Koppel drin erledigen lassen an Arbeit. Das waren auch meine Befürchtungen und da muss ich auch als Landwirt dann einfach sagen, das Risiko geht man nicht ein, ja. Und somit ist im Prinzip der Bulle auch aus der Herde rausgekommen. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Oder, ja, doch? Bis jetzt bin ich noch zufrieden, aber wie gesagt, es fällt halt in letzter Zeit auf, auch wenn ich mal eine Runde fahre im Zeller Bergland zu den verschiedenen Vier, wo ich als Vorstand ab und zu auch mal auftrete und schaue, dass verschiedene Herden halt unruhig sind und das hat es früher nicht so gegeben. Mhm. Und darum weiß man ja, dass ein Wolf wahrscheinlich da ist. Man hat ja die letzte wieder Bilder gesehen vom kleinen Wiesental, ob das jetzt wirklich so ist, aber die Bilder sind ja alle von nichts entstanden. Das sind ja, das muss ja da, der muss ja da sein. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass so ein Viech irgendwie rumläuft. Und also ich selber, wie gesagt, ich spüre nicht und die es buchen oder die dafür sind, die wohnen sowieso alle im dritten, vierten Stock, wenn sie Angst haben. Ja. So ist das. Ja, das sage ich auch. So ist es. Ja. Und ich muss jetzt ihr auch recht geben, wir sind vielleicht ein wenig altmodisch, aber ich sage, ich mache es jetzt über 40 Jahre den Hof, habe es immer im Nebenerwerb und jetzt bin ich Rentner und habe noch mehr Zeit. Aber es gibt halt wirklich Leute, die da dafür schwärmen, aber wenn sie... Und immer schimpfen die armen Viecher und aber wenn so ein Viech angefallen wird oder so ein Kälber, das ist dann auch schön, oder? Ja, genau. Das muss doch nicht sein, sage ich mir. Für was machen wir es dann? Und wenn wir halt wirklich alle mit dem Stall zunageln, dann werden sie vielleicht mal wach, was dann ist. Dann können wir im Schwarzwald Wolfszucht machen. Dann können sie warten. Und was ich am meisten Bedenken habe, ist, jetzt ist ja noch klar, wir haben so viele Waldkindergärten. Früher hatten wir Zeltlager gehabt, jetzt lassen wir mal so einen Waldkindergarten, wenn man irgendwo schon einen Wolfenjunge hat. Und lass nur mal was passieren an einem Kind, muss das sein? Dann will ich mal das Geschrei hören von denen. An das denkt gar niemand. Ja. So ist doch. Also mehr, ich habe selber Enkel, meine, sie ist ja da. Ja. Und habe kleinere Enkel und also ich weiß nicht, was ich machen darf, wenn sowas passieren darf. Mhm. Das kann es nicht sein. Ich meine, da muss man mal gesunden Menschenverstand. Und es kann ja nicht sein, dass wir jetzt unsere Tiere nachts einsperren sollen. Ja, genau. Weil genau die, vor Jahren, die der vom Wald so das gescheit hat, ja. Genau die, wo nämlich gebrüllt haben, wir sollen unsere Tiere, wir sollen die Tiere, die, wo jetzt sagen, wir sollen unsere Tiere in der Nacht halt einsperren.
die sind genau das, die vor Jahren gesagt haben, das sind Weidetiere, ja, die müssen raus. So ist es. Und die Leute bedenken auch nicht, dass wenn wir jetzt alle unsere Tiere in der Nacht einsperren, dann hätte Wolf Hunger. Dann holt er aber am Tag. In Offenstall. Ja, oder holt sie halt am Tag. Dann geht er aber auch in den Offenstall. Mhm. Ja gut, das ist das Nächste. Mit der Zeit haben die keine Scheu mehr. Wir haben es mit den Wildschweinen gehabt. Die sind dann auch am heiligen Tag ummarschiert in der Stadt. Und so kommt es dann auch. Und es gibt halt einfach keinen Zaun, wo sie geschützt sind. Du kannst 2 Meter Zaun machen, da kommt der auch drüber. Also, ja, ich denke auch, dass ein Wolfszaun hier in unserer Gegend, hier wo wir wohnen, also Blödsinn. Gar nicht möglich ist. Wir können keine 20 cm mit dem Metermaß einen Zaun machen, weil wir sind hier nicht irgendwo auf einem Flachland, wo man quadratisch praktisch gut, da sage ich jetzt mal so, einen Zaun bauen können, sondern es ist im Bergland. Ja, im Bergland. Ja, da ist Geröll, da hat es. Und dann geht es schon los, wenn alles zuzäunt ist. Mit dem Mountainbiker, mit dem und mit dem Tourismus, das geht schon das Nächste. Genau, oder die Wildwechsel dann, das ist ja, anders. Das haben wir dann meistens auch schon von irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Hundebesitzer gehört, wo sie gesagt haben, wenn ich dann nämlich da durchlaufen kann oder so, dann habe ich ja Scherli in der Hand und schnitt da den Zaun durch. Aber so soll ich dann 5 Litze hinmachen? Das habe ich auch schon gehört, ja, das habe ich schon gehört, Richtung Thunau hintere. Das ist so, ja. Das hat einer gesagt, wenn er einen Wolfszaun da hinmacht, mein Hundegassigang ist immer in die Richtung und wenn das zugemacht wird, dann habe ich eine Schere in der, also eine Zange. Hoffentlich ist da richtig Strom drauf. Ja, die wird natürlich schon isoliert sein, so doof darf er ja nicht, also wird er wahrscheinlich nicht sie, aber halt. Aber das sind schon Tatsachen. Ja, das ist. Das dann sollen die doch, wenn da Wolfszaun ist, ist das Wolfsgebiet, ja? Ja, dann sollen die doch mit ihrem Fifi einfach mal dem Wolf begegnen. Das ist doch das Beste, dann hätte ich das Thema gleich erledigt. War es ein Wolf oder Fifi? Das Thema Fifi hätte sich dann erledigt. Das Problem ist, wenn man sich mit der Bevölkerung ein wenig unterhaltet über das Thema. Also mit jemandem, wo nicht mal weiß, wie eine Kuh aussieht. Ja. Da merkt man ganz schnell, noch im 5. Satz, dass die Leute zum Teil in der Märchenwelt leben. Ich gucke oben zum Bücher. Der Wolf, der kommt aus dem Wald raus, ja, lügt und geht wieder in der tiefe Wald rein. Ja. Das war aber mal, ja. Laut Märchen, ja. Wir ganze Landwirte, Nebenerwerbslandwirte oder so, wir sind ja auch nicht grundsätzlich gegen den Wolf, sondern die Menge macht. Und da die muss Regulierung man, muss halt stehen. Genau, und ja. Da muss einfach drastisch was passieren, dass ja. Diese Tiere wenn, nicht an uns wenn die Wildsäu kommen. Oder Reh überhand nehmen, die werden geschossen. Genau. Und die tun eigentlich weniger Schaden anrichten. Genau. Also sie machen auch Schaden, aber Wildschäden, Flurschäden. Ja. Aber ein Wolf oder sei es ein Fuchs oder was auch immer, wo wirklich halt Nutzvieh riesst, oder Reute wird geschossen. Der gehört genau. Halt, der gehört und Wölfe können wir dann in den Wolfkrankenwagen, wenn genau. Sie Reute haben. Nee, also. Es ist auch so, das ärgert mich eigentlich von der Behörde. Wenn jetzt wirklich ein Riss, wir haben jetzt mehrere Risse innerhalb von 4 oder 6 Wochen hier in der Gegend gehabt, dann wird es untersucht, das wird besser untersucht wie jeder Mordfall, ja, mit DNA-Untersuchung und, also CSI ist ein Schissdreck dagegen. Und nachher kommt dann nichts dabei raus, das ist das, was mich ärgert. Das heißt, es war kein Wolf, oder man kann es nicht hundertprozentig bestätigen, es war aber seine, denn jenes nicht. Dann frage ich mich, was war denn das? Also irgendein Tier muss hier rumrennen. Und letzten Endes ist mir egal, ob jetzt ein Wolf mich aufgerissen hat, oder ein Luchs oder irgendwas, aber wenn ich so einen Heckmeck, so einen Aufwand betreibe, dann muss ich einmal, damit einmal Fakt auf den Tisch kommen. Was ist es? Ich denke, wenn und nicht immer nur... Ich denke, wenn die Fakten wirklich auf den Tisch gelegt werden, offen, ja, vom Landratsamt oder auf Freiburg, dann leben die Leute in der Unruhe. Mhm. Und wenn die Leute in der Unruhe wohnen, leben, so ist es. Dann fangen die da auch an, ein bisschen zu suchen. Ja, aber warum nur, wieso sollen nur wir Bauern in der Unruhe leben? Sollen doch alle in der Unruhe leben? Genau. Und das ist, nicht nur wir. Also wir waren in Freiburg. Da haben ein paar Bauern einen Infostand gemacht und waren wir dabei, haben eine Aufzeichnung gemacht und das war in Freiburg-Vauban. Das ist der grünste Stadtteil von Freiburg
Und die Bauern haben sich da im Endeffekt wirklich was getraut. Ich habe dann schließlich und endlich mich auch in die Gespräche eingeschaltet, habe dann mit einer sichtbar doch grünen Dame gesprochen und sie war dann der Meinung, wir brauchen die Wölfe, da hilft nichts. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie doch hier, Sie haben so viele schöne grüne Flächen. Wölfe sind Habitatsgeneralisten, also die müssen nicht im Wald leben, die können auch in der Stadt leben. Wir könnten doch bei euch hier einen Rudel Wölfe ansiedeln, dann hättet ihr die auch direkt vor der Haustür. Dann hat die gute Dame mir gesagt, das geht nicht. Dann habe ich gefragt, warum? Dann hat sie gesagt, ja, wir haben Angst. Und da habe ich gesagt, ja, super. Und was, wie reagieren oder sollen dann die Leute auf dem Land reagieren? Mhm. Ne? Und ich denke, es ist so diese Mentalität, Hauptsache nicht bei mir. Ne? Und wir die Tiere halt dann haben, die haben dann die Problematik. Aber ihr hattet ja schon einen Riss oder Risse. Ja. Aber es ist noch nicht bestätigt, hast du gesagt, gell? Ja. Genau. Was machst du, wenn es bestätigt wird? Hm. Noch eine doch Kanide. Kanide, ja. Ja, aber das ist von der CVUA. CVUA. Ja. Das haben Sie anhand der Zahnabstände wahrscheinlich genau, oder von den Unterhautblutungen festgestellt. Genau. Aber die DNA von Senckenberg, die fehlt noch. Ja. Eben. Und was machst du jetzt, wenn da Wolf rauskommt? Hm. Was soll man machen? Durchlaufen. Gute Frage, nächste Frage. Hm? Dann machen wir Kuschel. Ja, so habe ich schon überlegt, ob ich da nicht eben den Wolfszaun aufstelle, das Loch auflasse und wenn der Wolf drin ist, wieder zumache und dann Wolfkuscheln anbiete. Okay. Vielleicht läuft das besser wie mit der Schaf. Weidesofa. Ja. Weidesofa. Genau. Ja. Also nochmal kurz, noch kurz auf das Thema Tourismus zurückzukommen. Wir waren in Bernau, da hat die Aktionsgruppe Wolf vor ein paar Wochen den Herrn Özdemir eingeladen. Der hat dann leider abgesagt, die Veranstaltung wurde trotzdem gemacht und sie war auch recht informativ. Und da war auch der Chef des Tourismusverbandes Schwarzwald, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch dabei. Und er hat auch einen prägenden Satz gesagt und das sollten sich vielleicht auch viele noch merken. Er hat gesagt, beziehungsweise der Moderator hat ihn gefragt, wie stehst du dazu zum Wolf? Und dann hat er sinngemäß erklärt, er kommt aus Tirol. Die haben natürlich ein bisschen mehr Erfahrung wie mir, aber er sagt einfach, wir müssen gucken, weil er weiß genau, wenn irgendetwas passiert mit dem Thema Wolf und den Touristen, dann hat der Tourismus ein massives Problem. Und das sind natürlich dann die Sachen, wo man sagen muss, okay, ja, dann trifft es eigentlich dann schon die Richtigen. Wie seht ihr das? Ja, Tourismus haben wir hier im Schwarzwald ja nicht so. Das ist klar, aber muss es denn so weit kommen? Ich behaupte jetzt auch ganz schlicht und einfach, das ist auch der ganze Hintergrund, warum das die Behörden einfach so rumeiern. Mhm. Weil wenn es wirklich rauskommt, okay, wir haben jetzt da wegen mir nicht nur ein Wolf, sondern sind halt, ist halt ein Rudelwolf, dann haben wir ein ganz großes Tourismusproblem, wir bleiben nämlich Leute auf Ort. Weil halt die auch Angst haben, ja, es gibt so viel, man hat es ja jetzt gesehen, die Corona-Zeit, jede zweite Hansel ist im Wald rumgesegelt. Wenn du im Holzmacher bist, hast du nur Mountainbiker und Zeugs, die sind alle im Wald. Und wie gesagt, wenn ein Rudel rumläuft oder wegen ein, zwei, es reicht ja ein Wolf, wo halt einfach auffällig ist und halt täglich riest. Ich meine, von irgendwas muss der leben, das ist so. Der du sagst jetzt, von irgendwas muss er leben. Die, wo der Wolf wenn, die sollen doch dann auch dafür sorgen, dass sie genug zu fressen haben. Dann buchen sie jedoch auf andere Viecher los. Ich denke, das wäre so richtig. Die wollen wenn. Aber vermutlich. Ein Jäger geht im Winter auch, wenn das Futter knapp wird, seine Rehle und Zeugs futtern. Warum? Aber ich sehe es halt auch kritisch, weil wenn der Wolf vorder ist, dann hast du noch mehr. Und dann braucht er ja gar nicht mehr, was soll ich sagen? Er müht sich nicht mehr ab und sie haben es noch einfacher, sich zu vermehren. Ja, aber er müht sich ja jetzt schon nicht ab, wenn er jetzt die Weidetiere riecht. Ich denke jetzt mal, unsere Tiere sind ja alle handsam.
Oder die meisten sind dann zahm. Vom Ding her. Und da wird der Wolf natürlich auch denken, warum soll ich jetzt da eine Wildsau hinten rennen, ja, das einmal quer durch den Wald, genau. Wenn ich da so ein paar fünf Dummi schon im Zaun drin habe, wo ich jetzt genau, da so schon vom Ding habe. Das ist einfach, also, genau. Wo ich es doch einfach habe, was genau. Soll ich da mich da jetzt abmühen? Also, wenn ich hingekriege, brauche ich kein Schwarzwurst. Genau. Ja, wie gesagt, ich habe Geld aus der Tisch. Aber eben ich sehe das mit dem Anforder auch kritisch, weil dann hast du noch mehr so viel. Was mir in der ganzen Sache immer mal gestört ist, wenn man mit verschiedenen Leuten redet, was schon der Fall kam, und man ruft da ein bestimmtes Ding an, dann heißt es immer als erste Antwort, das ist bestimmt ein Hund gewesen. Mhm. So viel wildernde Hund, wie wir in letzter Zeit haben, können wir gar nicht haben. Richtig. Jetzt kommt der Landwirt aufs Feld, hat so einen Fall, dann ist er schon mal nervös, ärgert ihn. Und dann muss ich so eine Antwort kriegen. Ja, das war bestimmt ein Hund oder sonst was, bevor sie überhaupt das untersuchen. Ich meine, die Frechheit gehört einmal unterbunden, sie sollen zuerst mal genau schauen und sollen halt mal bei der Wahrheit bleiben. Und das auch offenlegen. Offenlegen, was ist? Und dann sieht man es. Uns hat man mal gelernt, man muss zu der Wahrheit stehen. Dann sollen die Augen zustehen. Die werden so lange versuchen, den Ball flach zu halten, bis so lange wie es geht. Ja, ja, genau. So ist es, ja. Also meine Bekannte, die jetzt dort der erste Riss da in Zelt hat, die hat da eben ja erzählt, sie ist ja noch nicht so, dass es jetzt, also zu 100%, dass es ein Wolf ist. Aber sie hat eben gesagt, die Abstände von den Zähnen. Und dann, dass es eben der Kehlbiss ist, hat sie gesagt, dann ist die Ziege anscheinend vor 40 Kilo, 50 Meter der Hang hochgezogen worden. Die wollte sie anscheinend ins Gebüsch ziehen halt. Und ja, dann ist ja die Hälfte von einer Ziege da gefressen gewesen, also das Hinterteil, der Ranze aufgerissen worden halt. Den Hund möchte ich selber, das macht so. Genau, dann hat sie gesagt, die Pfote, die war anscheinend, die Pfote 9 cm Durchmesser oder weiß ich was, also man hätte da klar gesehen, dass das halt kein Hund war. Also das muss ein riesiger Hund gewesen sein. Und vor allem halt die Kehlbisse an diesen drei Ziegen, das muss also ein erfahrener Jäger gewesen sein. Also jemand, der halt jagen tut. Und ein Hund ist ja normal kein... Da müsste dann schon ein Wildhund sein quasi. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber es wurde halt nicht bestätigt. Die hätte zwar angeblich ein Wolfszaun hat es da, aber sie hat auch gesagt, sie kann den gar nicht jeden Tag nachgucken. Sie müsste so sich da abseilen zum Teil, wie's, dass sie halt da, weil es halt Geröll ist. Und, ja gut, ich meine... ja, also es ist halt, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, unmöglich hier in unserer Gegend. Ja, ich habe auch mal mit einem Landwirt gesprochen, wo man dahinter bei wo waren wir da, Furt waren wir, nein, ja, wo er gesagt hat, der hat 5 Kilometer lange Zaun, der schafft aber noch, der ist Nebenerwerbslandwirt. Der kann nicht morgens und abends vorm Schaffen 5 Kilometer den Zaun ablaufen. Das geht nicht. Und da frage ich, und dann heißt immer, schützt eure Tiere, ihr seid ihre Besitzer und ihr habt dafür zu sorgen, von denen Arschgeigen macht es keiner. Die haben überhaupt keine Ahnung, also mich regt das jedes Mal auf. Okay. Ja, jetzt meine Frage an euch. Wie sieht es mit dem Vertrauen aus in die Behörden jetzt mal hier, speziell in Baden-Württemberg? Null. Schlecht, sehr ist schlecht. Ist nicht da. Kein. Gar kein Vertrauen mehr, weil es geht nichts. Wir werden nur für dumm verkauft und klein gehalten. Mhm. Könnt ihr das konkretisieren? Ja, beispielsweise, wenn du wirklich einen Fall hast, ja, ein Riss. Und wie jetzt das Beispiel in Eitern oder so, wo die halbe Geiß abgefressen ist und nachher wird rumgedruckst, das war bestimmt kein Wolf, das war ein Hund zum Beispiel. Ja. Ich wollte mal wissen, wer so viele Hunde hat, die frei rumlaufen. Das, ja, das ist Schöne daran finde ich einfach, dass sie untersucht worden ist. Genau. Ja. Man hat ja DNA, kann ja der DNA nehmen und kann das dann noch gemeint, kann etwas ausfindig machen. Und das finde ich gehört halt gemacht, egal ob es noch das Ergebnis ein Hund war oder eine Katze oder ein Maus, ist ja egal. Aber wir wissen ja gar nicht, was für dir das jetzt war, genau. Wo da umeinander ist. Das kann ja auch der Kultschakal sein oder irgendwas. Das wird in den Medien vertuscht und so du wirst im Prinzip stillgehalten. Und erst wenn das Ergebnis da ist, dann machen wir irgendwas. Ja. Das Ergebnis Buchpapier, Buch vielleicht gelegt. Ja. Jetzt muss ich dich mal fragen, was
ist in dir vorgegangen, wo du am Chor bist, dann hast du das gesehen, im ersten Moment. Sag mal die Einstellung. Wir haben es jetzt selber nicht erlebt, aber ich könnte mir das vorstellen, da bist du doch wahnsinnig, du bist wahnsinnig. Ja. Du hast die Lieder für dich, oder? Ja. Und dann kommst du und erlebst sowas. Ja. Wie geht's dir da? Also Moment. Ich bin auf die Weide gekommen und dann habe ich schon gemerkt, als ich hergelaufen bin, das stimmt irgendetwas nicht. Weil, ja, sie haben rumgeblöget und das war nicht normal gewesen. Und dann bin ich gekommen und bin durch die Weide gelaufen und ich habe die Kuppel ein wenig unterteilt und laufe so durch die Weide und denke, wieso sind jetzt hier frische Bohnen? Da dürften normal keine frischen Bohnen sein. Ja, bin ich ein wenig gelaufen und dann sind mir schon so 10 Schafe entgegengekommen. Und ich denke, oh, da stimmt etwas nicht. Dann habe ich gesehen, dass der Maschendraht ein wenig durchhängt, also das Euronetz. Dann bin ich dort wieder gelaufen, habe das Netz aufgemacht, habe die Schafe aufgejagt, sie sind dann auch auf. Und als ich die aufgejagt habe, sind die, ist die andere Herde gekommen, wo die auch dabei waren. Und ist gekommen. Und danach habe ich gemerkt, da läuft der Lamm auf mich zu und hat so komisch geheucht vorne raus. Und dann habe ich es angeschaut, dann habe ich gesehen, dass mein Hals der Kälbis gehabt. Und dann habe ich gedacht, oh, scheiße, toll. Da weiß ich, nein, ich habe da schon etwas gesehen. Da. Und danach habe ich es aufgetrieben in den Stall rein. Wir haben noch einen Stall dabei, da sind sie zum Glück gerade. Ich bin vorne hinten reingelaufen, vorne raus und die sind gerade alle rein, haben das Loch zugemacht, eingesperrt. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt wirst du auch mal über Koppel habe ich geguckt und habe gesehen, dass unten noch mal eins liegt. Und dann war es für mich klar, da ist halt etwas gegangen. Was, habe ich gewusst. Und, ja. Der Zaun ist auch, um die ganze Koppel ist der Zaun auch kaputt gewesen, also da muss richtig der Punk abgegangen sein, so die Nacht. Und als ich dann drin kam, habe ich die ganze Herde mal kontrolliert und habe dann eben festgestellt, dass eins noch hinten angefressen war, an den Hinterläufen, Vorderläufen, die Schwulen waren, nicht mehr rennen können. Ja, das war einfach nur schrecklich. Was hast du mit denen müssen machen? Tierarzt einschläfen? Nein, die haben wir dann eingeschläfen. Okay. Wenn man jetzt das so hört, kriegt man gerade Gänsehaut. Ja. Wenn man selber dann weiß, man hat selber jetzt Viererdus, Kälberdus, ja. Und es ist ja so, im Prinzip hätte ja jede... Es war Auftrieb. Es war überall Auftrieb. Ja, jetzt genau, ja. Und jede Kuh hat einen Namen. Wenn ein Kälble kommt, dann lügst du, ist ein Bubi oder ein Meidle, dann ziehst du einen Namen aus und machst auf die Ohrenmarke, das Ohrenmarke stechen, ja. Und da ist schon eine Verbindung da, ja. Denen du das dann erklären musst. Ja. Und warum? Was würdet ihr den Menschen sagen, die auf euch zukommen und sagen, was macht ihr jetzt für einen Alarm? Ihr schlachtet die Tiere doch sowieso. Sally, die können halt auch nicht in der Birne. Hoffentlich gehen sie nicht mit so einem Messer. Sollst du alles Vegetarier? Ja, ich will es hoffen, ja. Ja. Ja, aber was sagt ihr denn? Es gibt ja enorme Unterschiede, ob ich jetzt ein Tier fachmännisch schlachte, ja, mit dem Bolzenschuss, sage ich mal, betäube und dann das halt alles hinterher. Oder ob, sage ich mal, das Tier radikal zerlegt wird. Ja. Erstmal gejagt wird, ja. Panisch, panisch abwiesen worden ist. Ja. Irgendwann kann das Tier nicht mehr, weil es nur am Rennen ist. Das ist wie wenn wir jetzt von Fahnau nach Gerschbach hochrennen müssen. Ja. Und hinter dran ist einer mit der Peitsche. Irgendwann legst du ab, dann kannst du nicht mehr. Und dann wird dir im Prinzip bei und das ganze Zeug so halber rausgerissen. Ja. Also unser Schaf ist ja dann mal irgendwann wahrscheinlich ein Blutverlust oder sonst irgendwie verendet, weil es bei abgerissen worden ist. Und das ist ja radikal. Das ist kein schöner Tod. Ja, ich denke jetzt auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, wir haben eigentlich hier eine Kulturlandschaft erschaffen halt. Und unsere Vorfahren, die haben sich ja was dabei gedacht, wo sie jetzt den Wolf vertrieben haben. Warum haben sie ihn vertrieben? Weil sie halt, sie haben von der Landwirtschaft gelebt, sie haben müssen damit schaffen, sie haben müssen mit ihrer Hände arbeiten, haben sie halt ja, ihr Lebensabend verdient oder ihr Lebensabend gehabt. Und ich glaube, wir sind da alle, keine Ahnung. Dann heißt aber von den Befürwortern wieder, habt ihr Angst, dass der Wolf euer Zeug wegfrisst? Im Prinzip schon, ja. Weil der Befürworter hat ja keine Nutztiere selber. Der hat gut zum Sagen. Das ist gleich, wenn jetzt einer ein Auto hat und der andere keins. Das ist gut. Also, was interessiert uns da unten auf dem Land, der Feinstaub in Stuttgart? Richtig. Also mir interessiert jetzt halt
so genauso wenig, wie seit ich da oben der Wolf bei uns ja. haben, interessiert. Wenn mein Nutztier oder mein Tier gefressen wird oder angefressen wird und stirbt nachher, dann habe ich als Landwirt einen Schaden. Sei es jetzt nur finanziell und halt auch emotional, weil du die Herd, und nicht nur das, die ganze andere Herd hat je nachdem auch noch einen Schaden. Das ist einfach so. Das kann sein, du kriegst die nachher nicht mehr richtig. Wegen dem müssen oder du weißt nicht, wann kommt das nächste Krise, das weiß ich auch nicht. Ne? Und ich sage jetzt mal, für das züchten wir, züchten die Viecher nicht für den Wolf. Nee. Wir müssen Stell bauen, Tierwohl, Haltungsstufe, das einhalten, alles müssen wir machen, schauen, dass es den Tieren gut geht. Wir müssen denen nachschauen, das machen wir ja auch. Und dann kommt der Wolf und bringt die, oder das Tier und bringt die ganze Herd alles durcheinander. Das kann es jetzt sein. Nur weil ein paar da sind und meinen, man muss den Wolf haben. Das funktioniert so, das geht nicht. Wie steht ihr zur Berichterstattung zu diesem Thema? Mies wäre sehr Mies. Wichtig, aber es ja. wird nicht gemacht. So ist es. Wenn die Medien halt gekauft sind. Also vom offiziellen Teil her. Ja. Und wenn man das jetzt anschaut, wenn man so einen Vorfall hat, dann meldet man das, so, muss man ja sofort melden, macht man ja auch. Dann heißt es ja dort schon, ja, die Untersuchung dauert Minimum 14 Tage, wenn nicht noch länger. Also, dann geht es 14 Tage und dann ist man schon wieder wegen. Ist die Sache schon wieder mit schon wird es wegen unten runtergekehrt und Zeug und. Genau, ja. Und dann meint, das ist schon wieder vergessen im Mund. Entschuldigung, über deinen Fall hat noch jemand anders berichtet außer dir? In der Badischen Zeitung ist ein Artikel, den ich sehe. Ja, und? Wie war der? Neutral. Ja, also so. Ja, hat es ja auch gar nicht Buch reinstehen. Ja, das ist halt beiläufig. Ja. Aber wahrscheinlich haben sie sich ja die Lugemäße wenig auffüllen. Okay. Wird halt immer alles schön geschwätzt. Ja. Das ist es. Ja, wenn man das verkliegt, wenn es irgendwo brennt, dann ist am nächsten Tag die Annonce drin, da ist alles beschrieben, es ist, wird ja. untersucht und alles. Wenn aber Vorfall ist mit dem Wolf, da hörst du erstmal gar nichts. Oder wenn ja, dann so gering. Und nach 4 Wochen will das doch gar keiner mehr wissen, was es doch war. Aber genau. Also ich meine, ich habe Bilder ins WhatsApp gemacht und in Facebook habe ich sie ihnen gemacht. Oh ja, dann ist halt das Telefon gegangen, gell? Ja, kann man jetzt bei euch überhaupt noch spazieren gehen? Und die nächste hat dann, hey, ich habe Enkelkinder, die sind noch klein, ich kann hier gar nicht mehr rauslassen zum Spielen. Da muss ich dauernd dabei sein, ich kann es nicht mehr allein rauslassen. Dann habe ich gesagt, ja, was können wir machen? Könnt ihr euch vorstellen, was unsere oder eure Kollegen in Niedersachsen mit 500-600 Wölfen im Bundesland, wie es denen geht, könnt ihr das nachvollziehen? Ja, ja. Aber ich möchte eigentlich gar nicht. Du überlegst da, ob du nicht aufhörst und die Tiere schlachtest und keine mehr halten tust. Genau. Die Gedankengänge von denen Leuten möchte ich nicht wissen. Weil wenn ich einen Rind habe, wo ich einsperren muss, in den Bunker, dass der Wolf nicht rankommt, hätte es nichts mehr mit Tierwohl zu tun. Ein Tier gehört für mich raus auf die Weide. Mhm. Wie uns Tag das und Nacht, das ganze Jahr. Frage, was für Lösungsansätze habt ihr? Also ich meine, sie haben ja sehr viele Wildkameras aufgestellt. Da erfahrt man auch nicht, was da drauf ist. Und ich bin der Meinung, also gerade jetzt in unserer Region, wo jetzt so viel gerissen worden ist und getötet worden ist, dass halt einfach das Tier zum Abschuss freigegeben wird. Wolfsfreie Zone eigentlich für den Schwarzwald. Ja, weil genau. in unserem Gebiet eigentlich können wir keinen wolfsabweisenden Zaun bauen, weil das ist unmöglich, das kostet Unsummen Geld, das ist Blödsinn, das führt auch nicht zur Biodiversität, wo sie sagen, Artenvielfalt oder was weiß ich was, da ist ein Tier mehr, der einen Haufen andere Tiere schädigt, reißt, quält. Da finde ich keine Artenvielfalt mehr vor. Nämlich ich denke, wenn das so weitergeht, jetzt so mit den Risse, dann überlegt man ja sich, ob man wirklich aufhört. Dann sind aber jetzt dann die Schafe weniger, sind die Ziege weniger, sind die Pferde weniger, das sind Hühner vielleicht. Und das Schwarzwald verwildert. Welche Möglichkeiten haben wir? Welche Möglichkeiten habt ihr? Ja, wir sind ja jetzt schon mal an unseren Bürgermeister herangetreten. Der hat sich ja auch dann
zusammengeschlossen mit der anderen Bürgermeisterin und hat hier ja auch wieder, also das ging ja dann, das ganze Biosphärengebiet, haben die Bürgermeisterin ja da unterschrieben, dass mir eigentlich halt wolfsfreie Zone, wolfsfreie Schwarzwald werden möchte. Das ist ja, das Schreiben ist ja anscheinend auch weitergegangen ans Regierungspräsidium. Und es wird aber, keiner hat Arsch in der Hose, keiner möchte Verantwortung übernehmen. Das heißt dann, es kommt von der EU, es kommt von Brüssel. Und in Brüssel erreicht man halt mir, sage ich jetzt mal, niemand. Und das läuft so weiter. Bis halt wahrscheinlich ein Mensch, ein Kind angefallen wird. Also bis halt wirklich mal was noch Schlimmeres passiert, bis es der Allgemeinheit an den Kragen geht. Weil ich denke, wir Deutsche lernen wahrscheinlich nur aus dem Schaden. Ansonsten sind es eigentlich nur die dummen Bauern, die es halt betrifft. Aufklärung gegen die Bevölkerung, sage los, so und so sieht es aus. Wir haben ein Wolfsproblem, die richten uns Schaden an. Bevor es an Personenschäden gehen, müssen wir den einfach ins Jagdgesetz öffnen. Das und das, das sind die Maßnahmen. Und einfach auch einen Leitfaden entwickeln, warum man den dann abschießt. Dass man es nicht einfach nur so macht, dass man abballert und jeder Spaß an der Freude hat. Ja, es muss schon ein Grund da sein, aber... Dass das Hände und Fürs hat und dass die Bevölkerung einfach das weiß, warum. Ja. Ja. Und ich sehe es so, ja, wie gesagt, jeder macht das ja nebenher, ja. Und die Zeit hat man einfach gar nicht mehr, dass man da irgendwo Infoständle machen kann, sell und jenes, ja. Weil man ist ja schon 365 Tage, sagen wir, für das bessere Hobby da, ja. Andere hocken im Kaffee. Und wenn ich denke, ab der 5, ja, mit schon mal in Urlaub gehen, ist das ein Act, ja. Mhm. Bis du hast schon fünfmal duscht, ja. Ja. Also Bevölkerung, wo sich jetzt da wegen unsicher ist, mit dem Wolf, wie in was, kann man ja einen kleinen Tipp der Bevölkerung einfach mitgeben, dass sie auch mal mit den Landwirten, wenn die auf dem Feld sind und mit dem Vieh gleich wenig schaffen oder Zaun ausmachen, dass man mit denen einfach mal wenig schwätzt, ja. Warum man gegen den Wolf ist, ja. Und einfach mal auch die Argumente vom Landwirt und seine Befürchtungen alles halt mal anhört, ja. Und nicht immer nur auf die große Welle drauf springt und dort mitsurft, ja. Ja, vor allen Dingen, dass sie sich beide Seiten anhört und nicht nur eine. Genau. Und gut, das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Ich denke, es war eine recht informative Runde heute Abend. Ihr habt jetzt auch die Befürchtungen mitbekommen und wie gesagt, das ist das, was er auch gesagt hat. Wenn ihr jetzt demnächst irgendwo einen Bauer bei der Arbeit seht und ihr sprecht ihn auf das Thema an, bin ich hundertprozentig sicher, er wird sich Zeit nehmen und mit euch über dieses Thema sprechen, weil das ist A und O. Die Information, die definitiv zum Thema Wolf und Weidetiere fließt, ist nicht immer ganz so realitätsnah, wie es denn wirklich der Bauer bzw. der Landwirt dann auch erlebt. Gut, okay, also ich bedanke mich. Natürlich bedanke ich mich auch bei euch, dass ihr heute Abend hierher gekommen seid, dass wir hierher kommen durften, das aufzeichnen. Und wenn ihr auch so eine Veranstaltung machen möchtet, gebt uns einfach Bescheid. Wir kommen auch gerne zu euch, wenn es nicht gerade an der Nordseeküste ist. Alles klar, danke und noch gute Zeit.